So, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin André und wir wollen heute Morgen diesen Blick ein bisschen weiten. Wir möchten gerne das Thema Gerechtigkeit ein bisschen mehr in den Fokus bekommen als Gemeinde, als Kirche, aber eben auch als jeder Einzelne. Was kann jeder Einzelne, jede einzelne Frau, jeder einzelne Mann, was kann er tun, um diese Welt ein Stück weit besser zu machen, um diese Welt ein Stückchen gerechter zu machen? Wenn wir diese Krisen, von denen man immer wieder in den Nachrichten hört, von denen man vielleicht selber halbwegs betroffen ist, so sieht, dann fehlen uns vielleicht manchmal Antworten. Was können wir tatsächlich tun? Manche erinnern sich von an dieses Unglück, an diese Katastrophe dort in Bangladesch, als diese Fabrik eingestürzt ist. Und in dieser Fabrik arbeiteten tausende Frauen. Ich glaube, über 1000 Frauen sind dort tatsächlich an diesem Tag umgekommen. Menschen, die zu einem echt krassen Hungerlohn arbeiten. Also die zu Bedingungen arbeiten, wo wir nicht mal Praktikanten einsetzen. Weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, was so der Stundenlohn ungefähr ist in dieser Fabrik in Bangladesch, in der durchschnittlichen Fabrik. 4 Cent? 10 Cent? Wer bietet mehr? Es sind 13 Cent. Also es ist, ich meine, für uns ist das kein Unterschied, aber es ist das Dreifache von dem, was Martin gedacht hat. Also 13 Cent verdienen die Leute pro Stunde dort. Und zwar arbeiten sie nicht ungefähr 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, sondern bis zu 16 Stunden am Tag ist der Durchschnitt. Und diese Bilder hinterfragt man, also oder stellt mich in Frage mit meinem Leben. Das ist nur ein Beispiel von Ungerechtigkeiten. Das ist nicht gerecht, wie mit den Menschen dort umgegangen wird. In anderen Stellen in dieser Welt, Rumänien bin ich gewesen und konnte mir ein Bild machen, wie es dort ist. Zum Beispiel für die Sinti und Roma, die aufgrund ihrer Herkunft, alleine weil sie aus einem anderen Hintergrund kommen, dass sie benachteiligt sind, dass die nicht einkaufen können in manchen Läden, dass sie nicht an öffentliche Schulen gehen, dass es ihnen nicht gestattet ist, an manchen Programmen teilzunehmen. Wenn Straßen ausgebaut werden, dann werden diese Dörfer von den Sinti und Roma erstmal nach hinten angestellt. Da gibt es keinen Polizeischutz für diese Familien. Und das sind so eine Beispiele, die uns manchmal in den Nachrichten auftauchen. Keine Einzelschicksale, sondern Systeme von Menschen, Systeme, die ungerecht sind, von Menschen, die eben tatsächlich vom Ego geleitet sind, wo eben nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, das Gegenüber wichtig ist, sondern eher das Geld, der Profit. Man Vorurteile hat. Und die Frage ist, was sagt Gott zu diesen Dingen? Was sagt Gott dazu zu Gerechtigkeit? Ein Vers haben wir schon gehört. Sagt er überhaupt etwas? Und manche kennen das in der Bibel, dass es so viele Stellen dazu gibt, zum Beispiel, wie geht man als Arbeitgeber mit seinen Angestellten um? Gibt es ein paar Stellen. Wie ist es auch als Angestellter seinem Arbeitgeber gegenüber? Wie ist das mit unserem Verhältnis zum Geld? Wie wichtig ist uns das? Solche Sachen tauchen auf. Und es tauchen auch einige Sachen auf, wie Gott über Gerechtigkeit denkt und was unsere Antwort auf diese Dinge sein können. Ich fand es krass, in der Woche habe ich ein bisschen gelesen zu diesem Thema Gerechtigkeit und habe so viele Stellen gefunden und diese Bibel, ich gucke mir die nachher mal an, wo alles markiert ist, was sich um Gerechtigkeit dreht. Also ich fand es wirklich augenöffnend, dass es ein zentrales Thema in der Bibel ist. Wie können wir uns dieser Sache annehmen? Manche kennen diese Beispiele von Witwen und Waisen. Das taucht in der Bibel immer wieder auf als Beispiele von Leuten, die irgendwie arm dran sind, die schnell an den Rand gedrängt sind, die einfach vergessen werden, die in Abhängigkeit von anderen leben, die irgendwie in diese Spirale von Ungerechtigkeit hineinraten. Und ich will mal ein paar Stellen beispielhaft lesen. Aus dem Jesaja kennt man vielleicht, lernt Gutes zu tun. Also es ist ein Lernen, es ist nicht uns in die Wiege gelegt, dass wir Gutes tun. Lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also wir haben Lasten. Es ist nicht alles einfach. Aber wir haben einander, dass wir einander tragen. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Also offensichtlich ist da ein Zusammenhang zwischen dem, was wir tun, wenn wir gute Dinge tun oder eben nicht tun, dass es eine Auswirkung auf unsere Gottesbeziehung hat. Und noch eins. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. Den Ausländern, Waisen und Witwen tut keine Gewalt an. Das ist nur eine kleine Auswahl. Die zeigen, dass Gottes Herz für den einzelnen Menschen schlägt. Der sorgt für den Einzelnen. Er will sich einsetzen dafür, dass einzelne Menschen tatsächlich erleben, dass Gott gerecht ist. Und damit beauftragt er Menschen. Er beauftragt uns, etwas zu tun. Zumindest ein bisschen. Vielleicht gibt es manchmal die großen Wunder. Manchen ist es so gegeben, dass sie plötzlich ganze Systeme verändern können. Mir vielleicht nicht ganz, aber ich kann konkrete Dinge tun. Ich kann kleine Schritte gehen.
ein bisschen zu machen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ich will erzählen von einer Kirche, von einer Gemeinde, die sich gegründet hat vor etwa 2000 Jahren. Eine Gemeinde, die unheimlich viele Menschen plötzlich bekommen hat. Also wo in der Kirchengeschichte plötzlich so eine Erweckung war, sagen die immer. Also dass plötzlich so viele Leute sich Gott zugewandt haben, dass man das kaum handeln konnte. Die Gemeinde ist ziemlich schnell gewachsen und hatte so einen Einfluss, dass bis heute Kirchen sich dafür einsetzen und da Beispiele rausziehen, wie man Gemeinde gestaltet. An dieser Gemeinde orientieren wir uns auch. Und in der Apostelgeschichte, da ist davon die Rede, dass die Christen wie eine Familie waren zueinander. Also dass die einander geteilt haben. Und wenn einer was brauchte, dann hat der andere ihm das gegeben. Wenn es einem nicht gut ging, dann war ein anderer da, der ihn aufgebaut hat. Also die Christen waren wie eine Familie. Die Bibel stand im Mittelpunkt. Gott hat sich gezeigt und hat Menschen berührt, hat ihre Leben in Ordnung gebracht, hat Menschen geheilt. Das war so ein Zeichen der Christen, dass sie anders leben, dass sie wie eine große Familie zusammenstanden. Und das hat einen Eindruck gemacht auf die Umgebung. Und warum sage ich das? Warum bringe ich das Beispiel ein? Weil auch in dieser Gemeinde Ungerechtigkeit passiert ist. Weil zwischen all diesen motivierten Leuten, da lesen wir von anderen, von Leuten, die gelogen haben, die den eigenen Vorteil gesucht haben. Wieder andere, die haben ältere Damen, die keinen Mann mehr hatten, Witwen, die in der Essensschlange an den Rand gedrängt haben. Also die wurden ständig übersehen. Man stellt euch mal vor, wir machen eine Kirche hier auf, ist ja nur gerade ein Beispiel. Da kommen etliche Leute neu dazu, vielleicht viele Teenager oder was auch immer. Und dann nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen und dann gibt es eine Essensschlange. Und die netten alten Damen werden alle zur Seite geschubst. Also eben singt man noch Halleluja, preis den Herrn. Und dann geht man da vorne und jetzt hätte ich mein Essen gern. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Aber das ist passiert. Und da vergisst man plötzlich den Nächsten, weil mein Hunger zuerst gestillt wird, weil es um mich geht, weil ich jetzt gerade Hunger habe. Und mein Ego wieder regiert. Und in der Erweckungszeit, in der Zeit, wo viele Menschen zum Glauben kommen, passieren trotzdem Sachen. In der Zeit von Wachstum passiert es, dass im unmittelbaren Umfeld der Kirche Leute ausgeschlossen werden. Und dann braucht man nicht nach Südamerika gucken oder nach Bangladesch oder nach Rumänien, sondern vielleicht sogar in unserem Umfeld, dass Menschen Ungerechtigkeit erleben. Vielleicht sogar durch Leute, die mit Gott leben. Das Thema Ungerechtigkeit betrifft mein Leben. Wir alle erleben das manchmal, dass wir so an den Rand gedrängt werden. Vielleicht sind wir manchmal die Verursacher, weil mein Ego mich leitet, ja, und weil ich selber besser dastehen will und erstmal meinen Vorteil suche. Und dann ist mir die Oma egal, ne? Aber manchmal bin ich auch der Betroffene, der irgendwie vergessen wird, über den Sachen gesagt werden, damit der jetzt irgendwie an den Rand kommt. Und was kann ich dann tun? Was können wir tun, wenn Ungerechtigkeit auf uns lastet? Vielleicht als Betroffener, vielleicht aber auch als Verursacher oder vielleicht auch gar nicht als unmittelbar Betroffener. Was kann ich tun? Und ich habe zwei große Bereiche, über die ich spreche. Das eine, weise Gott auf die Ungerechtigkeit hin. Also bring die Ungerechtigkeit, die du entdeckst, bring das zu Gott. Schrei zu ihm, und das ist der erste und wichtige Beitrag. Das ist das erste und wichtigste. Bring deine Gefühle Gott zum Ausdruck. Das, was das in dir auslöst, das, was du darüber denkst, bring das zu Gott. Im 2. Mose gibt es eine Stelle, benachteiligt die Witwen und Waisen nicht. Okay, ist der Auftrag. Wenn ihr es aber doch tut, das ist die Realität, und sie dann zu mir um Hilfe schreien, dann werde ich sie ganz sicher hören. Also dieser Vers ist vielleicht für die Situation der Omis in der Reihe passiert. Ja, also die Ladies, die werden von den Jungs abgedrängt und kommen irgendwie dann zum Stehen und meckern nicht los, sondern sie gehen erstmal zu Gott und sagen, zu ihm schreie ich um Hilfe. Die schreien nicht die jungen Männer an, sondern sie schreien zu Gott. Also wenn du zu Gott schreist um Hilfe, dann wird er dich ja hören, so steht es in dem Vers. Da steht da nicht, dass sich sofort was ändert. Ich meine, man wünscht sich, ne, Feuer vom Himmel auf die Jungs da, die da jetzt irgendwie die Oma wegschießen. Ist ja wirklich fies. Vielleicht soll das Essen ein kleines bisschen versalzen werden, aber irgendwie passieren manche Dinge nicht so schnell. Aber manchmal verbessert sich das doch aktuell, direkt. Manchmal, ja. Ich hatte eine Situation, die fiel mir vorhin auf dem Weg hier herein. Da bin ich gerade irgendwie Christ geworden mit 16, 17, war auf dem Weg irgendwo hin und komme aus so einem dunklen abends aus so einem Einkaufszentrum raus und gehe die Straße und da sehe ich plötzlich wie drei Jungs einen kleineren irgendwie fertig prügeln. Also richtig auf dem Boden und so und da lostreten. Und mein Herz hat geschlagen und ich dachte, ich muss irgendwas tun, aber ich bin auch ein bisschen Angsthase, denn dann traue ich mich dann doch nicht so einzugreifen. Aber ich habe
gedacht, okay, jetzt kann ich ja beten. Also war wirklich so, ich bete jetzt einfach. Bin auf die Knie und habe gebetet. Und plötzlich sind die auseinandergelaufen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich fand das so ein Moment, den ich echt krass fand, wo ich dachte so, wow, Gebet hat tatsächlich eine Auswirkung. Und an diesem Abend hatte ein Gebet eine direkte Auswirkung. Aber ich kenne diese Tage auch, wo ich bete und sage, Gott, hier musst du eingreifen und es passiert nichts. Aber dann vertraue ich diesem Vers, dass Gott mich trotzdem erhört hat und dass Gott am Werk ist. Und da muss ich vertrauen und ihn machen lassen. Das ist der erste Punkt. Aber der hat noch eine zweite Seite. Wenn du in der Schlange stehst und du bekommst mit, dass die Oma abgedrängt wurde, kannst du vielleicht die direkt wieder reinnehmen und sagen, okay, ich lasse sie vor. Aber wenn Dinge immer wieder geschehen, wenn es immer wieder passiert, dann weise in aller Weisheit auch Menschen auf die Ungerechtigkeit hin. Die Gemeinde in Jerusalem, von der ich eben sprach, die haben lange nichts davon mitbekommen, dass diese Frauen immer wieder außen vor gelassen werden. Das Meckern hat zugenommen und es gab Rumore und so. Und da musste die Gemeinde irgendwann handeln. Von daher ist es wichtig, dass du, wenn dir Dinge auffallen, wenn dir Dinge bei uns auffallen, dass du uns darauf ansprichst. Weise in aller Weisheit, ne, komme ich gleich drauf, auch Menschen auf die Ungerechtigkeit hin. Und da braucht man Weisheit. Ich merke das ja selber auch. Man meckert erstmal schnell los. Das könnte der Aufruf zum Tratschen sein. Also, das gefällt mir aber nicht, da müsste man mal eingreifen. Überleg dir, was hilft und wie kannst du das gut ausdrücken? Was sind die richtigen Stellen? Weil es gibt viele Ungerechtigkeiten in der Welt. Es gibt auch Ungerechtigkeiten in unserem Umfeld. Und gerade wir Deutschen, wir sehen das so schnell und meckern erstmal los und wissen, wie es besser gehen könnte. Und dann gibt es diese Meckerclubs, ne? Also wo man sich so trifft, so Kreise, wo man sagt, okay, ich habe auch meine Geschichte erlebt und dem fällt auch noch was ein und so. Wartezimmer beim Arzt, ist ganz interessant, was da alles schon passiert ist über die Ärzte. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Kreise kennt, wo man sich über die undubiosen so Autohändler und so austauscht, Callcenter-Mitarbeiter, die abends um 8 irgendwie anrufen und dich fragen. Das ist ungerecht. Beamte sind auch ganz schlimm. Also wenn man über die redet, redet man meistens negativ. Politiker sind auch ganz hoch im Kurs. Und für junge Leute sind es die Eltern, da sind es die Lehrer, die auf jeden Fall ungerecht sind. Also da kann man sich richtig reinsteigern. Jeder hat seine Erfahrung gemacht. Jeder kann was dazu beitragen. Aber verändert sich dadurch etwas? Da muss man weise reagieren. Und das ist nicht einfach, das ist ein Lernfeld. Weise in aller Weisheit auch Menschen auf die Ungerechtigkeit hin. Ist ein Lernfeld als Mensch, egal ob Christ oder nicht. Klar braucht man manchmal jemanden, der dir hilft, die Meinung ein bisschen klar zu kriegen, wo man vielleicht auch sich auskotzt. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn man dabei stehen bleibt und das Ding zu einem Meckerkreis wird, dann geht das schnell nach hinten los und dann werde ich ungerecht. Also diese Hinweise und Klagen müssen in die richtige Bahn kommen. Lerne weise zu sein. Sprich mit Leuten, die verantwortlich sind und gib deine Last. Das, was du weißt, was schräg läuft, gib es weiter an andere. Bring es zu denen, die Einfluss haben. In Jerusalem hat die Gemeindeleitung sich darum gekümmert und die haben Diakone eingesetzt, die das verbessert haben. Und das bringt mich zu diesem Punkt, zu dieser These, die nicht von mir ist. Menschen werden sich kümmern, wenn sie Bescheid wissen. Menschen werden sich kümmern, wenn sie Bescheid wissen. Wenn du erklärst, was da los ist, dann werden sich Menschen kümmern. Gib denen, die keine Stimme haben, eine Stimme, die nicht für sich selber sprechen können. Zeig den jungen Burschen, die da in der Reihe die Oma Frieda rausgeschickt haben, wie es Frieda geht, wie ihr Leben aussieht, wie sie lebt, was sie durchgemacht hat. In diesem Jahr gab es ein Beispiel in Berlin, ein Experiment. Auf dem Alex hat eine Gruppe genau dieses Thema, was ihr habt, diese Näherin, diese Textilbranchengeschichte, die wollten Menschen damit konfrontieren und haben so eine Box aufgestellt, wo man für 2 Euro ein T-Shirt kaufen konnte. Und dann, das zieht natürlich, also man will ja Schnäppchen machen. Wir sind ja irgendwie, ne? Und dann geht's los, die Leute haben 2 Euro eingeworfen, wollten sich ein Shirt aussuchen und dann passiert Folgendes. Wir schauen uns mal den Clip an. Menschen wollen Schnäppchen, Modeschnäppchen kriegen. Keine Musik hier? Okay, aber würden Sie es dennoch kaufen? Ich muss mal schauen. Würden Sie es dennoch kaufen, wenn Sie wüssten, wie die hergestellt wurden? Das ist Manisha. Eine von Millionen, die unsere billige Kleidung machen.
für weniger als 13 Cent pro Stunde. Jeden Tag 16 Stunden lang. Möchtest du das Shirt immer noch für 2 Euro kaufen? Menschen kümmern sich, wenn sie Bescheid wissen. Von daher weise auf die Ungerechtigkeit hin, für Gott, für die Gott, der die Augen öffnet, in aller Weisheit. Sprich zuerst mit ihm darüber. Setz dich dafür ein, schrei zu ihm und bete, was das Zeug hält. Ich habe noch einen schönen Satz gefunden über das Gebet. Gebet ist nicht die Notbremse, die du ziehst. Ja, wenn jetzt nichts mehr hilft, dann bete ich noch schnell. Sondern Gebet ist der Zündschlüssel, um etwas zu bewegen. Gebet ist immer der Anfang. Gott wird sich darum kümmern. Gebet ist immer der Anfang. Und vielleicht zeigt Gott dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst, auf den du hinweisen kannst, der Einfluss hat, der was tun kann. Am Beispiel der Näherin, in dieser Textilgeschichte, wir alle können was tun. Wir alle können verantwortungsbewusst Mode kaufen. Helfe konkret, wo du helfen kannst. Gott wird sich kümmern. Der wird, und so hat er das immer wieder getan, der wird Menschen dieses Anliegen aufs Herz packen. Und er wird Menschen bewegen, dass sie was tun. Und vielleicht bist du an der Stelle auch einer von diesen, die was tun. Tu was Konkretes. Das ist der zweite Punkt. Helfe konkret, wo du helfen kannst. Stell dich auf die Seite der Leute, die Ungerechtigkeit erleben. Sei ein Licht für die. Ermutige die. Und dann setz dich ein für eine bessere Welt. Es ergeben sich konkrete Möglichkeiten, was zu tun, die direkte Auswirkungen haben. Manches dauert ein bisschen, aber andere Dinge passieren sehr schnell. In Jerusalem haben die Menschen sich für die Witwen eingesetzt und es wurde besser. In Grünheide gibt es gerade so Bündnisse, die sich bilden, um Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind. Wir haben am Donnerstag zusammengesessen und es wird gerade ganz viele Arbeitskreise, irgendwie gehen die auf unterschiedlichen Wegen, diesen Menschen helfen wollen. Also man braucht manchmal ganz konkrete Sachen, zum Beispiel jemand, der einfach Fußball spielt, der einfach hingeht und mit den Teenies da spielt und kickt, weil die daran Freude haben. Ganz viele brauchen Wintersachen. Also die sind halt nicht hierher gekommen in der Hoffnung oder in dem Wissen, dass es jetzt hier Winter wird, sondern die haben nichts. Konkrete Dinge, die gebraucht werden. Vielleicht gibt es manche, die sagen, ich baue eine Freundschaft auf zu den Familien, zu einer Familie, zu 3 Leuten und lade die mal ein. Das sind vielleicht konkrete Dinge, die man tun kann. Das ist kein Vorschlag, sondern das ist ein Auftrag. Wenn wir die Bibel lesen, ist es ein Auftrag, den Gott an sein Volk hat. Jesus vergleicht das an einer Stelle, dass er sagt, ey, das, was du den Geringsten, den Leuten, die nichts mehr haben, die sich ganz hinten anstellen müssten, was du den Leuten tust, das tust du mir. Also das ist eine Möglichkeit, Gott selber zu dienen. Wir helfen Jesus, wenn wir uns um die kümmern, die hinten anstehen. Helfe konkret, wo du helfen kannst. Und auch da die zweite Seite. Lebe großzügig und gib von dem ab, was dir zur Verfügung steht. Und das Volk Israel, das sollte sogar sich durch Taten für Menschen am Rande einsetzen. Also das war ein Auftrag. Wenn man sagt, diese Gebote und was Gott da alles so hat, das war tatsächlich einer der Aufträge, die sie hatten. Die sollten was tun und die sollten auch Geld zusammenlegen. Ein Teil des Zehnten, was man so gibt, ein Teil davon wurde bewusst für die Witwen und Waisen eingesetzt. Das ist eine Tradition, die wir auch bis heute als wichtig finden, die wir auch als wertvoll erachten. Und deshalb wollen wir als ICF mindestens 10% von dem, was Geld an uns herangetragen wird, wollen wir mindestens 10% wieder weggeben an eine gemeinnützige Organisation, die sich einsetzt für eine bessere Welt. Das ist eine Tradition, die wir gerne hochhalten wollen. Heute wollen wir ganz bewusst einen Großteil der Kollekte, ich glaube aus manchen Boxen irgendwie alles, wollen wir gerne an eine christliche Organisation geben, die sich für diese Familien, für diese Menschen, für diese Näheren einsetzen, dass es denen besser geht, dass die Bildung bekommen, dass das System sich verändert, da werdet ihr noch was zu sagen. Aber wir wollen gerne auch praktisch helfen. Also an dieser Stelle praktisch Geldbeutel auf. Ich will jetzt nicht sagen, man muss hier was geben. Also man kann auch einfach so zum Gottesdienst kommen. Das finde ich sehr wichtig, dass man das die Freiheit auch hat. Aber wenn ich darüber nachdenke, was kann ich tun, dann ist das ein Punkt.
großzügig zu sein mit dem, was ich habe. Also von der diese zwei Punkte insgesamt, weise Gott auf die Ungerechtigkeit hin. Schrei zu ihm. Das ist so das Allerwichtigste, das Erste. Weise Gott auf die Ungerechtigkeit hin, bete. Weise in aller Weisheit auch Menschen auf diese Ungerechtigkeit hin. Wo sind die richtigen Kanäle? Und das andere dann, helfe konkret, wo du helfen kannst. Und lebe großzügig und gib ab von dem, was du hast. Wir haben alle mehr, als wir brauchen. Gib ab, teil dein Leben. Vielleicht manches geht nach Südamerika, vielleicht andere Dinge bleiben in Grünheide. Und da können wir uns in unserem Umfeld großzügig ausleben. Überlege und bete, was ist dein nächster Schritt? Was nimmst du mit? Wie gehst du in diese Woche? Wo setzt du deine Kraft ein? Wo gibst du deine Zeit hin? Was machst du mit deinem Geld? Wo betest du? Welche Dinge fallen dir auf? Was sind die Dinge, die Gott dir aufs Herz legt? Geh bewusst in die nächste Woche. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne heute diese Predigt damit beenden wollen, dass drei Leute ganz beispielhaft für Sachen beten, weil das der erste Anfang ist, weil das der erste Schritt ist. Wir wollen stellvertretend beten und du kannst, wenn dir so ein Satz da gut gefällt, dann mach das zu deinem Gebet. Vielleicht formulierst du eigene Gebete, aber gib Gott eine Antwort. Zum einen wollen wir ganz konkret beten für diese Näherin, für dieses Thema, für diese Fabriken. Aber ich glaube, dass Gott euch beiden nicht umsonst dieses Thema aufs Herz gelegt hat. Lass uns gemeinsam dafür beten. Auch für diese Initiativen, die sich einsetzen. Es sind ja nicht nur die Micha, aber es gibt viele, die das tun, dass Gott ihnen die Türen öffnet, und um diesem Thema endlich was zu ändern. Dann wollen wir auch für uns beten. Für uns als Kirche, dass wir richtig damit umgehen, mit diesen Ungerechtigkeiten. Dass wir an den richtigen Stellen reden und was sagen und an anderen Stellen auch erstmal schweigen und beten. Dass wir in einer guten Weise Einfluss nehmen. Und dann lass uns auch für uns als Gemeinde beten, dass wir einen guten Blick nach draußen haben. Dass wir Gottes Liebe in diese Stadt bringen. Dass wir die Ungerechtigkeit lindern, die auch hier passiert. Ob das jetzt die Flüchtlinge sind, ob das Kinder in Not sind, was auch immer. Gott muss mir die Augen öffnen. Gott muss uns die Augen öffnen, was unser Beitrag sein kann. Und dafür wollen wir ganz bewusst beten, dass ein oder zwei Themen uns richtig anpicken. Von daher kommt nach vorne und der Rest kann gerne mit aufstehen und sich innerlich damit eins machen.